Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, danke EBP und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empyrean. Heute heiße ich euch willkommen in meinem etwas ausstaffierten Maschinenraum. Das Ganze ist etwas gewachsen. Darum soll es halt aber gar nicht gehen. Wir können jetzt nicht nur noch hier über dieses Raumschiff rumeiern. Ich wollte mit euch wohin? Ich habe nämlich was entdeckt. Auf irgendeiner meiner letzten Erkundungsfahrten. Und dahin nehme ich euch einfach mal mit. Ich habe das gute Schiffchen übrigens umgeparkt. Das steht jetzt bei der Basis und stellt sie mehr als in den Schatten. Einfach mal die Relation festzustellen. Meine Fresse, ist das ein Gerät. Aber darum soll es nicht gehen. Nein, ich habe was anderes entdeckt. Nämlich hier hinten. Das nicht. Das auch nicht. Wo ist es denn? Hier ist es. Eine Elder Stomp. Und soweit ich weiß, hatten wir sowas noch gar nicht. Also fliegen wir da mal ganz knackig einmal rüber. Ne, generell habe ich Autobremse, machen wir mal aus. Noch ein paar mehr Sachen gefunden. Ich das Schiff mal einmal aus. Steige vielleicht noch ein bisschen höher. So, damit wir alles überfliegen können. Irgendwas hatte ich hier noch. Da war ein Wegepunkt. Da sind noch Ruinen, die wir auch noch nicht erkundet haben, wo wir vielleicht zuerst mal hinfliegen können, oder? Ich meine, das liegt nicht. Nee, der Weg ist schon weit genug. Bis zu den Toms hier hinten. Ne, da war auch noch mal ein bisschen Promethium, das ich mir einfach mal unter die Fälle hier gerissen habe. Hier unten, auch sehr interessant, da ist anscheinend eine Stadt von den Cyrax, die ich überrennen könnte. Also, beziehungsweise nicht überrennen könnte, weil das Ding ist echt fett verteidigt, meine Fresse. Da ist richtig Bambule. Aber da kann ich halt auch nicht aufräumen. Hier stünde noch ein Alien Tower und Poller. Da sind wir einfach mal in der Atmosphäre gelandet. Naja gut. Na gut. Fliegen wir halt in der Atmosphäre. Vielleicht geht das ja etwas schneller. Sieht auf jeden Fall schneller aus. Okay, wir fliegen sogar in die richtige Richtung. Das ist ja schön. Dann fliegen wir doch gleich wieder hoch. Schöne flache Kurve. Ja, und ich erinnere mich noch an eine der früheren Folgen. Da haben wir tatsächlich so eine schwebende Festung von denen gefunden. Und die könnten wir uns eigentlich auch nochmal angucken. Das machen wir jetzt aber nicht in der Folge. Also je nachdem, wie lange das dauert, da hinten bei den Eldars. Ich glaube, ich bin im Weltraum. Jupp. Flieg fleißig weiter in die richtige Richtung. Und hoffe, dass wir so ein paar Minütchen sparen. Ich denke, mit 5 Minuten können wir alle noch leben. Wir müssen schließlich einmal um den halben Planeten irgendwie rum. Und das ist schon ein bisschen doof. Und dauert ein Augenblickchen, aber gut. Ich hoffe auch, ich habe alles dabei. Ich habe jetzt gar nicht so genau geguckt. Na, da sind wir doch schon da. Perfekt. Ne, hier waren auf jeden Fall immer so ein paar Dings rundherum. So ein paar Schweber von den Cyrax. Und daher müssen wir ein bisschen aufpassen. Waren noch extrem viele Spinnen, als ich hier das Promethium abgebaut habe. Und hier ist nochmal so eine Mini-Stadt von den Polaris, also beziehungsweise so ein Bergbauunternehmen eigentlich. Gegensteuern. Ne? Dummerweise gibt es hier nicht wirklich viel zu kaufen, das finde ich ein bisschen doof. Aber meine Güte. So, die Elder Stomp.
Ich bin ja fast gar nicht neugierig, ne? So, Schiff steht. Wir haben Mumpeln hoffentlich dabei. Wie viel von den guten? Ja, 500 Schuss und davon auch nochmal 1000. Gucken, dass wir beide einmal durchladen. Dann würde ich sagen, gehen wir da rein. Ich da Bock drauf habe. Gucken mal, was es hier zu holen gibt. Jetpack machen wir an. Okay, das sind Talon-Wachen. Okay. Die scheinen das Ganze. Okay. Kann ich hier trotzdem rein? Ja, ich kann hier reingehen. Ich hoffe, die nehmen mir das nicht übel. Tududu. Tomb Raider. Vielleicht das hier abbauen. Kriege ich einfach nur einen Betonblock. Der dann nicht mal in meinem Inventar auftaucht. Okay. Okay. Ich kriege da quasi auch nichts für. Ich höre Spinnen. Den großen Schädel. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal eine Menge los. Die Frage ist, was gibt es hier zu holen? Wird ja offensichtlich von den Tälern gepflegt. Und ich höre Viecher. Sehe sie aber nicht. Das finde ich erstmal beunruhigend. Auf einmal sind wir hier bei Elder Scrolls, ja, ist ja dumm. Mal hoch, wir gehen jetzt mal nach unten. Ist ja alles schon recht urtümlich hier, ne? Okay. Da ist schon mal Ruhe. Und da sieht es aus, als könnten wir da rein. Das machen wir da einfach mal, oder? Also nachdem wir uns hier ein bisschen umgeguckt haben. Wow! Scheißviecher! Außer Dunkelheit kommen sie angeschissen. Ich glaub's ja wohl nicht. Komm mal ran, ne? Zack, zack. Und für die Scheißviecher reicht eigentlich auch das hier. War da gerade noch eine? Ein Glitch. Okay. Okay. Ich glaube, ich würde da erstmal durch die Wand durch wollen. In der Hoffnung, dass man da besser zurechtkommt. Komm hier rein. Was passiert denn? Nichts. Auf jeden Fall schon mal nichts drin. Aber irgendwas faucht mich hier an. Jetzt mal ernsthaft, was hat er was zu sagen hier? Ne, einfach nur nichts. Ist das nur eine Grabkammer, mehr nicht? Gucken wir mal hier hinter. Das war doch abzusehen, oder? Guck mal. Kräuterblätter, stachelige Pilze. Okay, habe ich bisher noch nicht gefunden gehabt. Elendorn finde ich gut. Ein bisschen Getreide. Ist doch scheiße. Komm mal her. Zap, zap. So, du siehst schon interessant aus. Ein Artilleriegeschütz, na was will ich denn mehr? Und eine Minigun in die Fresse. Und Gefechtsstahl. Na gut, dann habe ich mittlerweile so viel hergestellt. Das geht auf keine Kuh, ne? Aber die Minigun, hey, was nimmt die? Minigun-Patronen. Ich habe sogar ein paar gesammelt mittlerweile, glaube ich. Eine Phönix-Farnwedel. Okay.
Und hier geht's irgendwie. Oh, was bist du denn? Etwas höherlevelige Spinne. Ich merke gerade mal wieder, wie viel weniger Power dieses. Das kann ich gut gebrauchen. Blöde Gewehr hat. Okay, dann geht's offensichtlich nur noch in die Richtung. Aber wir bleiben erstmal oben. Erst fix einmal was. Da kommen wir auch noch runter, keine Angst. Oha. Eier, Junge. Mache Eier. Komm wohl doch runter. Oh. Oh. Dann gehen wir doch auf die. Die Viecher machen nämlich echt Schaden. Dann bin ich hier relativ sicher. Zack. Erstmal aufräumen da unten. Der weg. Der weg. Die Gewehrpatronen sind so schön. Günstig. Da kann ich die ruhig verhämmern. So. Zuerst mal Ruhe, oder? Zack. Das Fleisch lassen wir uns nicht entgehen. Wir fressen hier alles. Auch wenn wir das meiste mittlerweile synthetisieren können. Komme ich noch an Ketzer ran? Nee. Okay, offensichtlich sind hier noch ein paar mehr. Waren. Oh, sind. Ratatatatatatata. Scheiß Viecher. Okay, die große ist ein bisschen eklig. Ne? So. Mehr Spinnenfleisch. Gib, 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 gib. So. Okay. Was haben wir denn hier? Schaffen wir uns noch gerade mal ein bisschen Platz. Was ist das denn? Okay, bisschen Wurzelkram. Bisschen Paprika. Nichts Weltbewegendes. Ja, okay, das ist jetzt nicht der Shit gewesen. Aber gut. Oh! Das hingegen sieht ja schon viel besser aus. Ne? Bin ich hier gleich überrascht? Ein bisschen Feuermoos ist eigentlich uninteressant. Blödsinn. Die Pflanzenfaser fliegen auch wieder raus. Was haben wir denn hier? Ja, das können wir doch wenigstens gewinnbringend verscheuern. So, der Schotter weg. Noch weg hier. Ein bisschen Zement brauchen wir auch nicht. Pilze sind mir eigentlich auch scheißegal. Das Alien-Dorn nehmen wir mal mit. Ja, können wir. Wo kommt das jetzt her? Okay. Wir bleiben ganz ruhig. Immer noch kein Kontakt zu meinem Schiff. Unschön. Ja, wie machen wir denn das? Erstmal die hier rein. Dann haben wir das erstmal drin. Noch eine Minigun. Unschön Gold. Jo, gönn dir hart. Wo ist denn mein Überlebenskonstruktor hier? Machen wir ein paar Riegel. Bin ich das Gemüse gleich los? Trotzdem werde ich hier noch. Ja, scheiß auf Getreide. Total egal. Da finde ich auch nur interessant, wo ich da eventuell. Gewusst habe ich selber. Hey! Ein Warp-Antrieb. Und ein Generator. Kettensäge müssen wir noch zu Hause haben. Da scheißen wir einfach mal drauf. Die
Kontaminationspulsgewehr T2 nochmal. Magentabletten. Ich habe sogar Mini-Bandkernpatronen hier. Wie gut ist das? Wie viel Schaden hat die? Magazingröße 250. 28 Schaden. 1200 Schuss pro Minute. Das ist, ist schon ordentlich mehr. Düdeldüm hat's gemacht. Und Facecam alle. Naja. Ja, komm, scheiß auf den Alien Dorn. Und auf den Scheiß habe ich eh Unmengen von. Nehmen wir mit. Noch mehr Gold. Eine epische Schrotflinte. Eine epische Waffe kann nicht repariert werden. Das ist ärgerlich. Zumal hier schon einiges ein bisschen kaputt ist. Wie weit ist der Konstruktor? Machen wir fertig hier den Scheiß. Das stacken wir schon mal. So, dann haben wir schon mal wieder Platz. Boah, das war vielleicht nicht so schlau. Dieses Gewusel macht mich wahnsinnig, ne? So, die Schrotflinte, den haben wir hier schon mal abgegrast. Das hat sich doch damit gelohnt. Oh. Dann haben wir da mal ein ganzes Magazin rein. Oh, auch fast, ne? Oh, der wo mir was. Stirb! Bock! Scheiß Spinne, ey. Noch einer. Da hinten ist noch einer. Alter, was ist denn hier los? So, der ist auch weg. Die erste hiervon auch. Ja. Lauft, flieht, ihr Narren. Bekämpfen die sich gegenseitig? Alter. Alter. Meine Fresse. Ich glaube, ich habe ein bisschen Glück, dass es so gut geschnitten ist hier. Da unten würde ich gerade nicht rumwuseln wollen. Meine Fresse. Zum Glück ist das rauskommen, ist kein Problem. Zack. Das nimmt auch kein Ende, ey. Oh. Wisst ihr was Neues? Ist mir zu doof. Ups. Ich bin paralysiert. Warum bin ich paralysiert? Von was? Und nachladen. Alter, sind die groß, ey. Das ist nichts für Arachnophobie hier. Auf dem Mütz. So. Das hat gesessen, möchte ich sagen. Ja. Irgendeine Nahkampfwaffe wäre noch geil. Mensch, Scheiße. Scheißvieh, ey. Fleisch auf jeden Fall. Ist ja auch schön, ne? Dann machen wir dann das Deck noch voll. Gibt's später Burger. Die ist schon mal gedespawnt. Also ich frage mich hier, ob man noch Kühe und sowas halten kann. Also irgendwelche Viecher auf jeden Fall. Denn, man braucht halt doch regelmäßig Milch und sowas. Gucken wir mal hier rein. Okay, das ist vom Ständerwerk.
Let's go to the cave today. Willkommen, sehr schön. Das Ding zwei Eingänge? Who knows? Jetzt mal wieder da oben hier. Gut, das ist ein Jetpack-Up. Komm ich da hoch? Ich habe meine Zweifel. Aber wir probieren es. Ja, sehr schön. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Jetzt ein bisschen nach oben. Ne, das ist ja doch woanders. Bin ich von hier gekommen? Ne. Okay, da fliegen wir mal rüber. Zack. Okay, ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Wir bauen uns hier mal durch. Gut, nichts weiter. Wo sind wir denn jetzt? Ob ich hier einen Kern reinsetzen kann, um die Statuen mopsen? Ich probiere das mal. Keinen zweiten Kern setzen. Okay, hier ist offensichtlich ein Kern drin. Dann ist die Frage ja immer noch, wo? Okay. Und warum brauchst du denn einen hochkomplexen Kern? Und Essenschreiben. Schmacke, Fetze. So, ich könnte jetzt erstmal wieder ein bisschen was nach oben bringen. Wo ist denn der Ketzer da hinten? 120 Meter. Vielleicht mit ein bisschen Glück komme ich von hier aus schon ran. Ja, sehr schön. Quatsch, war doch hier schon richtig. Alastorm, Ketzer. Kühlschrank. Ja, nehme ich jetzt mal den Scheiß hier los. Ups, gerade Burger dabei. Geilo. Das kommt da rein. Das. Trauma-Kit auch. Und der Rest kommt hier hin. Das hat sich doch schon mal ganz gut gelohnt. Das Scharfschützengewehr ist Müll. Ich habe schon die Hälfte der Munition verballert haben. Davon noch viel mehr. Schmelzofen kann auch rüber, die Batterien brauche ich auch nicht und so viele davon auch nicht. Aber das kommt zur Munition, bitte. Zack. Oh, ich könnte auch mit dem Minigun ballern, ne? Ich glaube einfach nur, weil es witzig ist, mache ich das mal. Habe ich das hier reingepackt? Ja. Zack. Dahin bitte. Die eine nehme mit. Minigun. Blödsinn. Können wir behalten. Das hingegen will ich haben. Und das auch. Okay, ich hätte mir aber von den Elders tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Ich habe jetzt gedacht, das wäre so eine hochtechnisierte, uralte Rasse gewesen, aber. Offensichtlich ist es dann doch einfach nur alt. Kommen wir hier hin? Hier waren wir schon. Gehen wir hier lang weiter. Das hier ist auch nur. Hier sind wir vorne drunter, glaube ich. Einmal, dass wir hier freilegen können. Okay. Sind wir hier fast draußen wieder. Ist ja auch interessant. Gut, nichts weiter.
Kakteen habe ich immer noch nicht gesehen. Nein, nicht. So. Haben wir auch schon. Also ich glaube, alles Wichtige haben wir irgendwie hier weggelootet. Beinahe was? Nö, nichts zurückgelassen. Außer ein paar Eier. Ah, hier schon nochmal jemand. Und den Scheiß auch noch mitnehmen. Was wir haben, haben wir. So. Dann können wir. Was ist das da hinten? Psst. Wuhu. Nein. Auch nichts Dickes mehr. Außer wieder Weg nach oben. Einmal das Jetpack laden lassen und dann verpissen wir uns einfach wieder. Zack. Ja. Relativ unspektakulär. Ah, dem hinten traue ich mir gar nicht. Aber weiter buddeln halte ich auch für Quatsch. Sachen gleich wieder in den Ketzer. Zack. Kühlschrank. Und abrennen damit. Ne, die Kerne nehmen wir mit. Traumarket auch. Brauchen wir jetzt auch nicht. Und den Schotter hier mit. Why not? Okay. Schicker Riesenschädel. Also die Wettereffekte kommen hier drin ja ganz cool gerade, ne? Macht so ein bisschen Katakombenstimmung. Wer brüllt mich denn hier an, ey? Ich will das eigentlich ganz gern wissen. Wer hier so garstig ist. Sagt die Zeit. Die Zeit sagt ja. Dann geht's wieder nach oben. Joa. Nix Weltbewegendes, aber ein neuer Generator, ein paar Gatlings, eine schöne neue Schrotflinte. In your face. Darf ich ja nicht rangehen, ohne dass die mich. Joa. Also so heilig kann das alles nicht sein hier. Wenn ich hier klauen darf, ihn rabe. Und ich bin einfach so fett, Kumpel, dass denen das scheißegal ist. Was ist das denn? Weltraumorange. Okay. Kaffee! Beste, wo gibt. Okay, offensichtlich entbringen die hier. Wow! Alter! Das Ding ist ja kaum unter Kontrolle zu halten. Finde ich gut. Kann man auch nicht anlegen. Hier sind fake viele Spinnen. Alter. Okay. Ich will nochmal. Okay. Radadadadadadadadam. Radadadadadadam. Triffst du nichts mit. Im Leben nicht. Offensichtlich nicht die richtigen Ziele. Was übrigens einfach vom Sound her geil ist, ist das Scharfschützengewehr. Das habe ich letztes Mal ausprobiert. Finde ich richtig gut. Das macht mir Spaß. Zack. Mehr tote Spinnen. Und ein bisschen Kupfer. Und noch mehr Kupfer. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich überhaupt keinen Bedarf an Kupfer gerade. Aber ich kann nichts liegen lassen, ne? Ich kann es einfach nicht. Es ist nicht meine Stärke. Gib her.
Ich bin einfach zu gierig, Mepper. So. Schon ist Ruhe. Einwandfrei. Ja, das war die Elders Tomb. Ich habe das Gefühl, da gibt's noch was. Wenn es da mehr gibt, als ich da gerade gefunden habe, haut das doch einfach mal in die Kommentare. Also für mein Gefühl habe ich da jetzt wirklich alles erkundet. Aber mir fehlt halt der Kern und sowas. Das habe ich halt nicht gefunden. Und das würde mich halt schon irgendwie interessieren. Und in der Regel, wo der Kern ist, ist dann auch noch mehr geiler Scheiß. Wie man sowas findet, gerne rein in den Kommentar. Dann gucke ich da nochmal rein. Ansonsten danke ich euch mal wieder fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ne? Gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo da lassen. Ich würde mich freuen. Und dann, ja, wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.